dir? Wie geht's dir? Ich red nicht von dir, du bist hässlich, geh mir aus dem Weg. Ich red von dem kleinen Wolleproppen hier. Denn wir haben ein neues Baby in Yellow Update. Das Baby in Yellow, die schwarze Katze. Miau. Okay, und wir sind hier gespawnt, mitten im Gang. Über die Küste in ferne Länder, die Wohnung betreten. Yo, wieso hört sich das so an, als wäre hier ein Stromkabel gerissen, ne? Ist das meine... gesperrt. Oh, ich glaube, der Sound kommt vom Aufzug. Also mit dem Aufzug fahre ich auf jeden Fall nicht. Der hört sich so an, als würde er gleich runterfallen. Okay, wo ist meine Wohnung? Gesperrt? Hallo? Ist das meine Wohnung? Ist mein Nachbar von oben wieder auf dem Stepper? Alter. Oh mein Gott, das sieht fantastisch aus. Und da ist sie, die schwarze Katze. Ich komm jetzt rein, lass nix. Ey Katze, bleib hier. Ich bin doch dein Freund. Du müsstest auf dem Dachboden sein. Wie man an dieser Tatze sieht. Ich folge dir. Ha? Ja, woher kam das? Du kannst mich doch nicht einfach so erschrecken. Ich bin ein ängstlicher Typ. Okay, Katze, spring in das Bild rein. Hype! Du bist wie Leonardo da Vinci. Kleine Pisskind, guck mich einfach an. Anstatt mir zu helfen. Ich mein Baby. Ich bin ein Babysitter. Ich dachte, wir sind cool. Oh mein Gott. Ich bin so gehypt. Yo, kein Plan, was du da flüsterst, um ehrlich zu sein. Aber was geht dir vor sich? Neugier. So schnell du kannst, folge mir. Durch das Portal. Er darf dich nicht sehen. Die schwarze Katze. Und mit er darf dich nicht sehen, ist wahrscheinlich der kleine Prinz gemeint. Also das Baby. Oh mein Gott. Wir sind durch ein Portal durch und in einer anderen Welt, oder? Das sieht aus wie so eine Vergangenheitswelt. Aufzeichnung abspielen. 2. Juni, Lok 940. Die Meldereisen sind weiterhin die beste Art, zwischen Welten hin und her zu reisen. Ich muss mich vor dem Kind verstecken, oder es droht mir das gleiche Schicksal wie den anderen. Obwohl es einem schwerfällt, sich nicht zu sorgen, dass man verfolgt wird. Besser nicht nachdenken. Lokende. Yo, ist das Baby irgendwie so ein internationaler Bösewicht? Da ist das Baby! Und anscheinend ist es noch in unserem alten Dachboden drin. Das heißt, wir können uns hier relativ sicher fühlen. Aber was genau ist unsere Aufgabe hier? Folge der schwarzen Katze. Oh, ich habe Schraubenzieher. Ich bin Mechaniker. Knopf, Druck. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier auf jeden Fall irgendwas erledigen. Kein Baby erlaubt. Steckdose. Okay. Nimm eine Kabelrolle. Oh nein, ich muss irgendwas reparieren. Schauen wir uns schnell... Ah, da ist die schwarze Katze hier. Hier gehört ein Buch hin. Ah, und dann verschiebt sich wahrscheinlich das ganze Regal. Ein Buch? Ich weiß gar nicht, wie Bücher aussehen. Schraubenzieher? Bediene die Konsole. Mute, fehlend. Stilllego. Ha? Aufzeichnung beginnen. 14. September, Lok 821. Das Pflanzenleben wächst völlig außer Kontrolle, seit Mute verschwunden ist. Recherchen stark beeinträchtigt. Frust baut sich auf. Fühle mich... einsam. Lockende. Das Pflanzenleben. Hat das jetzt irgendwas mit den Pflanzen zu tun, was wir hier tun müssen? Nimm eine Gummiente. Boing! Das macht mir ehrlich gesagt... warte mal. Buch nehmen? So schnell haben wir es gefunden und... Hier fehlen doch weitere Bücher, oder? So ein Mist! Katze, ich komm gleich und hau mit dem Rechten das Regal einfach um. Das wäre doch auch eine Option. Okay, wir suchen 2 weitere Bücher. Oh, hier ist doch eins. Und hier liegt eins auf... Bro, das lag die ganze Zeit hier auf dem Boden. Ich bin echt doof, oder? Aber ich glaube, sie sind nicht richtig geordnet. Wir müssen auf die Punkte achten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, das ist richtig. 2, 3, 4, 5, 6, das ist auch richtig. Aber bei dem Buch muss eine 3 sein und keine 4. Heißt das, es gibt eventuell noch ein weiteres Buch? Oh mein Gott, wir können ein weiteres Buch finden. Wo könnte das sein? Vielleicht hier. Genau. Hier ist es. Styli ist gut in so etwas. Okay, und rein da. Rein. Was ein schöner Effekt. Wo kommen wir hier an? Heizungsraum erkunden. Okay, es ist zugeschweißt. Hier kommen wir leider nicht weiter, aber vielleicht haben wir irgendwie da oben ein Instrument, um das zu öffnen. Was haben wir hier? Gesperrt. Das ist nicht gut. Und ein Ofen. Das sieht schwer aus. Wir drehen das Ventil, aber es funktioniert nicht, weil die heiße Luft gelangt immer wieder nach draußen und zwar hier. Wir müssen das reparieren. Oh Mann! Ein Stück Kohle nehmen? Oh, warte mal.
Wir können das Ding... So funktioniert das also. Gar nicht so kompliziert. Bring ich das Ding einfach zum Platzen? Das sieht so aus, als könnte es mir gefährlich werden. Aber ich tue es trotzdem, weil ich ein Mann bin. Brrr. Stereotyp erfüllt. Okay, und was? Ventil dreh. Erkunde Hintertor. Mach ich. Aber wo ist meine verdammte Katze hin? Yo. Ich will nicht in die Kanalisation. Hier kacken Leute rein. Hallo? Okay, hier kommen wir nicht weiter. Ah! Ey, yo, du Katze! Entspann dich! Sonst raste ich total aus. Okay, was haben wir hier? Das sieht auch creepy aus. Vor allen Dingen diese kleinen Figuren haben wir hier unten. Die kennen wir aus vorherigen Teilen. Oh, ich mag die nicht. Ich mag die ganz und gar nicht. Yo! Katze? Wo bist du hin? Die Tür hier... Oh! Hier... Yo? Wieso haben wir hier überall Erdbeben in irgendwelchen Räumen und... Ha? Oh, ich komme nicht mehr zurück. Oh, Mann! Das heißt, ich bin jetzt hier gefangen mit irgendeiner Kreatur, die hämmert. Hört sich jedenfalls an wie eine Kreatur. Könnte auch ein Motor sein. Wo bin ich hier? In einem Zug? Öffnen. Hey, Katze, hast du den Lärm gemacht? Ich versuche auf deiner Seite zu schlafen. Hab ein bisschen Respekt. Oh, Pflanzen. Sieht tot aus. Ja, nicht jeder hat einen grünen Daumen. Buch nehmen. Flora von Karos. Oh, warte mal. Pflanze, Flasche, Baby, Teufelszeichen. Krass, ich verstehe es nicht. Und? Yo. Ist das ein R2-D2? Batterie benötigt. Ist die nicht gerade kaputte Batterie? So ein Mist. Katze, kannst du mir eine neue Batterie holen? Das wäre super lieb von dir. Wir müssen eine Batterie finden. Vielleicht in diesem Raum? Ah. Eine Glühbirne ist keine Batterie. Ich habe kurz überlegt. Da oben ist auch ein Buch. Vielleicht finden wir hier ja noch etwas. Oh, ich wollte die Tür nicht schließen. Tut mir... Aber zurück kann ich ja nicht. Oh nein, ich wollte die Tür auch nicht schließen. Schalter benutzen. Habe ich gesagt, zurück können wir nicht. Wir können zurückgehen. Oh, warte mal, ist das... Aufzeichnung. March 1st. 1. März, Lok 334. Newt erweist sich als einer meiner wertvollsten Kreationen. Seine Hilfe beim Sammeln der gefährlichsten Arten ist ein wahrer Segen. Ich brauche eine Adresse, um das mangelhafte Batteriedesign zu... Die arme Seele bricht immer wieder zusammen. Am besten, wir haben Ersatzteile zur Hand. Lockende. Oh, warte mal, Newt ist dieser Roboter, den die Katze gerade besorgt hat. Wir brauchen... Das ist eine kaputte Batterie... Oh mein Gott, sind hier viele Batterien. Ja. Schön, ich mag das. Ich bin ein Fan von vielen Batterien. Und klack, 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 klack. Lebe. Roboter nehmen. Bring den Roboter zur Reparatur nach oben. Das denkst auch nur du. Bleib einfach da oben am Abhängen. Boom. Ey, es tut mir leid, Newt. Du bist ein sehr guter Freund von mir und ich sollte auf dich aufpassen. Mit deinem einen Auge stimmt irgendetwas. Boom. Tut mir leid, Newt. Tut mir echt leid. Okay, wir bringen dich nach oben zur Reparatur. Wo kann ich dich hinlegen? Vielleicht hierhin. Boom. Steck es ein. Yo, was soll ich einste... Oh? Kann ich vielleicht... Wie nice! Newt! Wird verbunden. Okay, was soll ich jetzt tun? Null. Wird geladen. Tap. Oh? Boom. Oh, ich hab gechoked und das ist so einfach. Boom. Und let's go! Geladen! Geschafft, okay. Alles cool. Newt! Wie geht's dir, mein Freund? Bist du wieder da? Hey! Kannst du das Baby für mich ver... Du willst Umarmung? Oh, ja! Wir haben uns gerade erst kennengelernt und schon kotzt du mich an. Benötigt Tintenpatrone. Sein Kopf ist nicht heile. Tintenpatrone. Newt, ich helf dir, ich helf dir, ich helf dir. Mutter und Bolzen, Gummiente. Mutter und Bolzen. Verdammt, wo ist eine verdammte Tintenpatrone? Ah! Yo, das Baby ist näher gekommen. Vielleicht haben wir nicht unendlich Zeit. Aber wo finde ich eine Tintenpatrone? Ich bin so blöd. Ich bin so... Entspann dich, okay? Ist das Baby da? Nein, nein, ist noch nicht da. Alles cool. Hier, Newt, nimm! Oh, du... Wegen einem Herz sollte ich dir eine Tintenpatrone holen. Du hast mich abgezockt. Kann ich dieses Ding aus dem Mund reißen? Ey! Wird ausgeworfen. Ey, Newt, du bist ja wie ein BMW. Du musst immer repariert werden. Okay, was soll ich jetzt tun? Neuen Booster befestigen. Was?
Was für ein Booster? Newt, warte da oben auf mich. Mutter und Bolzen, Batterie. Ah, ah. Hier ist leider kein Booster. Das ist doof. 9 Booster, kann ich dich mal Newt anschließen? Oh, okay. Yo. Was hat dieses ganze Spiel mit Pflanzen auf sich? Weil hier sind überall irgendwelche Pflanzen. Was ist das hier? Booster-Einheit so schnell. Das war ja easy. Okay, Newt. Du bist jetzt komplett hoffentlich. Kann ich per Hand befestigen? Yo, entschuldige, was soll ich denn tun, hä? Nicht per Hand? Okay, weißt du was, Newt? Wir haben hier noch einen Schraubenschlüssel. Newt möchte das nicht. Ha? Habe ich da hinten noch irgendwas über... Ich brauch dich. Ich brauch dich, um da reinzukommen. Und Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich habe vergessen, das zu sagen. Tut es. Eine Kabelrolle? Ich komme hier mit Newt ja nicht rein. Das muss ich bedenken. Wir können das hier noch öffnen. Was haben wir hier? Ein Türsch... Mit dem Türstopper können wir auf jeden Fall mit Newt hier reingehen. Der heilige Goldtürstopper. Boom. Okay, Newt, komm mit. Die Tür geht nicht dazu. Das haben wir gut hier geschafft. Öffnen. Oh, oh, oh. Etwas gehört hier hin. Ah, ich weiß auch was. Und zwar ein Booster. Das ist easy und es macht Sinn. Es ist sinnig. Okay, Booster hierhin und zusammenpressen. Das hätte ich auch von Hand machen können. Bam, klappst auf den Puppe und Ende ist es. Yo, Newt. Ich hab dich repariert und du haust ab. Newt finden. Wo ist der hin? Das weiß ich doch nicht. Sehe ich aus wie sein verdammter Babysitter? Oh, was haben wir denn hier? Gebrochener Doc, der bleibt auch gebrochen. Nimm einen Schraubenzieher. Babyplüschtier. Boom, weg. Tut mir leid. Buch nehmen. Puppe machen, Volume 4. Ich mache keine Puppe jetzt, oder? Oh, da ist eine Aufzeichnung. 22. Januar, Lok 285. Meine Puppen haben Wohnungen 10 als 9. Was? Das Baby und seine Aufpasser wissen noch nicht von meinen Aktivitäten. Ist es egoistisch, wenn ich die Puppe wie ich aussehen lasse? Vielleicht. Wer legt das fest? Du? Lockende. Warte mal, ist das Baby eine Puppe? Und sieht dieser Typ genauso aus wie das Baby? Oh, das wäre creepy. Okay, aber wie gesagt, wir haben erstmal unsere Mission, das Baby jetzt wieder zu finden. Das Baby, ich meine Newt! Oh mein Gott, ich glaube, das Baby ist hier, oder? Alles cool. Langsam, Snily. Nee, es ist noch nicht hier. Aber irgendwas ist gerade... Aha, Newt! Verlass den Keller! Hilf Newt den... Aufzug zu reparieren. Natürlich, das kann ich tun, mein Freund. Hier hast du einen Schraubenschlüssel. Boom. Gut, dass du alles drücken kannst. Ey, Baby, kannst du bitte bleiben? Gib mir ein bisschen Zeit, okay? Ey, Newt! Wer hat dir erlaubt zu pfeifen? Du sollst bei der Arbeit keinen Spaß haben. Was brauchst du jetzt? Öl. Das war hier auch irgendwo. Da! Yo. Yo, was sollte das? Ist mir egal, ich helfe dir, Newt. Für dich? Nicht für den Aufzug? Du egoistischer Roboter! Guck mich nicht so süß an! Was soll ich tun? Knopf drück. Du brauchst einen Hammer. Ich bin der Hammer. Nimm einen Schraubenzieher. Okay, das ist falsch. Ich weiß, ein Hammer war auf jeden Fall unten auch. Okay, das ist doof. Wir können nicht nach unten. Habe ich einen Hammer mit nach oben genommen? Irgendwo war ein Hammer. Oh, hier. Hammer! Wie du dich bewegst in deinem Outfit. Okay, Baby, alles cool bei dir? So, wir haben uns um deine Liebe gekümmert. Au! Aufzug! Nice! Nice, nice! Let's go, nach oben geht's. Kommt das Baby jetzt? Ich glaube, das Baby kommt jetzt, oder? Du brauchst nicht so süß zu lachen. Oh, guck mal, das krabbelt da lang. Ich vermisse das Baby irgendwie. Das Labor. In einem Geheimgarten, fern von neugierigen Blicken. Ein Asyl in Carcosa, von Waisen beschützt. Newt. Das ist ganz schön sentimental für den Roboter, oder? Oh mein Gott. Yo. Die Wohnung ist schön, aber dieses Bild, verdammt. Wer hängt sich das auf? Kein Mensch mit feinem Verstand. Newt? Was? Dran. Oh mein Gott, was versteckt der hinter diesem Tor? Wer würde eine Tür so... Weißt du was, du bleibst einfach hängen. Yo, das Baby ist ein Roboter. Das ist künstlich erschaffen worden. Okay, wir brauchen den Mondschlüssel hierfür. Interessant. Erstens Pflanze. Zweitens Newton gießt die Pflanze. Blaues Bakterium, rot... Aha, das ist ein Plan. Pflanze? Oh, ruf Newton. Komm.
Hol das Ding da raus! Du gießt die Pflanze und was haben wir jetzt? Blaues Dingelings! Und das blaue Dingelings kommt mit dem roten Dingelings hier rein. So. Und das mischen wir. Okay. Warte mal, ich muss den Schalter hier umlegen. Alles cool. So, das haben wir und dadurch entsteht das Baue ich hier gerade ein Baby? Das wäre nicht schlau. Das wäre nicht schlau. So, da kommt jetzt das und jetzt, uiuiui. Baby? Baby? Ich brauche eine Flasche. Oder warte mal, nein. Das ist ein Trank, der vielleicht irgendeinen Effekt auf das Baby hat. Was passiert hier? Ey! Yo! Oh mein! Alles gut bei dir, Baby? Ich denke mal, das ist ein Ja. Oh mein Gott, du siehst so putzig aus. Ich kann dich eigentlich nicht ernst nehmen. Hier, nimm! Schluck! Viel Spaß! Was passiert jetzt? Oh, du ziehst alles Mögliche an. Da ist ein Schlüssel an dir dran. Den will ich haben. Den will ich haben. Ey, Baby, guck mich nicht böse an. Wofür ist der Schlüssel? Der ist hierfür. Der ist hierfür. Baby! So! Boom! Weg! Weg mit dir! Okay, was haben wir jetzt hier? Tür schließen. Im Notfall Glas brechen. Okay. Ventilgriff. Was sollen wir hier tun? Buch nehmen. Ofen öffnen. Ventil drehen. Ha? Okay, das Ding saugt irgendwas auf. Aber... Jetzt haben wir das Buch genommen. Ist irgendwas passiert? Kannst du mal aufhören, alle Pflanzen zu gießen? Nicht trinken. Oh. Aha. Nicht trinken, Baby? Ja, schön brav wartest du hier. Oh! Oh! Oh, verdammt! Yo! Das sollte man echt nicht trinken. Oh, hier ist ja auch ein Ventil. Können wir... Okay, ich habe das Baby verloren. Obwohl, nein, es ist da hinten. Ja, was ist das? Kann ich hier... Nee, ich kann hier nicht raus. Aber hier geht es hin, das Ventil. Das komplizierte... Oh, hier ist noch eine zweite Tür. Ist ja, dass wir drei Rohre haben. Aufzeichnung. August 15. Lock 633. Ich wachte mit einer fantastischen Idee auf. Und ich habe das brennende Verlangen, die Wände gelb anzustreichen. Gelb. Ein lebhafter Farbton und ein lustig ansprechendes Wort. Gelb. 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 Das ist der gelbe Raum. Gelb, 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 gelb. Lock endet. Wird bald gelblich. Okay, und dieses Bild hier heißt Gelb von Dr. Nicholas Akam. Verdammt, ich weiß, Gelb ist eine schöne Farbe, aber man muss nicht übertreiben. Oh, war ich hier überhaupt schon drinne? Ich kann die Tür nicht wirklich öffnen. Wie gesagt, das Problem ist, wir haben immer noch drei von diesen Luftrohren. Oh, warte mal. Da ist die Katze. Griff benötigt. Oh, alles cool. Ich weiß doch, was zu tun ist. Kannst du mal aufhören, die ganzen Pflanzen zu gießen, Newt? Den Griff packen wir hier hin und drehen. Komm schon. Das Ding saugt. Okay. Okay, Newt, bye bye. Hä? Ah, okay. Mit dem Rohr kommt man da rein. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Was ist, wenn wir ihm diesen Magnettrank geben? So, das Ding hier öffnen. Er ist jetzt magnetisch. Er geht jetzt hier rein. Er hat ja schon mal einen Schlüssel geholt. Und da ist der zweite, direkt neben diesem Tube. Das geht nicht. Doch, es geht! Es geht! Wir haben die Tür geöffnet! Nice, nice! Und da können wir Newt anschließen. Newt, bist du schon wieder irgendwo am Pflanzengießen? Eigentlich möchte ich dich nicht aufhalten, aber... Da! Ich will dich aufhalten. Hä? Da! Benötigt Energie. Okay, dann machen wir den Stecker doch einfach an. Wo ist denn das Problem? Newt, kannst du kurz aufhören? Bleib mal bitte hier. So. Oh, da ist die Katze. Yo, was soll ich... Das Baby ist auch... Baby? Kannst du dich mal kurz entspannen? Danke. Oh, warte mal. Ich muss zum richtigen Zeitpunkt wahrscheinlich Newt abnehmen. Boom. So. Du hast deine Aufgabe erfüllt, Newt. Yo, Black Cat, ich komme. Ich komme zu dir. Oh, du hast da sogar ein kleines Katze. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich sehe es schon. Das wird ein Rätsel. Ah! Ey! Hat Newt leicht verdient. Ja, ja. Oh, warte mal. Baby, wie bist du hier hochgekommen? Yo, 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 yo. Was haben wir hier? Buch nehmen. Symbole. Wir suchen nach Symbolen. Oh!
Da ist ein Symbol. Krass. Dieses Buch. Ah, okay. Zweite Kehrt. Okay, aber welche Reihenfolge ist das? Das weiß... Ey, yo, entspann dich. Oh mein Gott, wir müssen zu allen Kerzen. Hier ist die Kerze. Here we go. Das nächste Symbol. Perfekt. Oh mein Gott. Wow, das hat echt lange gedauert. Oh mein... Yo, wo bin ich? Ab 27. Februar, Log 895. Die Katze. Nun ja, sie ist eine besonders neugierige Kreatur. Ob sie Motive hat oder eine Art Meister, weiß ich einfach nicht. Sie scheint intelligent zu sein und warnt mich schnell vor Gefahren, wenn es ihr nützt. Ich bin immer froh, ihr Gesicht zu sehen, wenn ich plötzlich aus meinen Träumen erwache. Ich hoffe, sie bleibt. Na, sie haut die ganze Zeit ab irgendwie. Oh mein Gott, okay, das ist ein gruseliger Raum. Was soll ich hier tun? Suche Isodonda Raid ist von einer Leiter gefallen. Sucherin Theodondra... heißen die alle Theodora? Nein. Im Abgrund treibend, durch mentales Unwetter verwüstet, ist von einer Leiter gefallen. Und was fehlt? Hier fehlt eine Maske. Sucher Dr. Nicholas Akam. Das ist der Typ, der uns die ganze Zeit die Notizen macht. Ehrensucher, die schwarze Katze. Ah, Ehrensucher. Und ein Buch haben wir. Nice. Ich denke, wir müssen jetzt einfach runtergehen. Wir können ja jederzeit wieder hochgehen, weil wir eine Leiter haben, Gott sei Dank. Hab ich gesagt, du verdammtes Ding! Du musst mir doch nicht alles gleich kaputt machen. Du kannst dich auch mal ein bisschen entspannen. Okay. Entdecke die Geheimnisse der Fotografie. Ich mache jetzt ein Foto von dir. Es scheint von vorne zu... Okay. Kein Film. Ach so, kein Film. Das meinst du mit kein Film. Unterschiedliche Perspektiven. Okay, hier ist ein komischer Plan. Wir brauchen einen Film... Und wahrscheinlich irgendwas, was das hier repariert. Kamerafilm nehmen, der ist doch nice. Packen wir den rein. Und was haben wir hier noch? Entwickeln den Film hier. Filmprojektor. Okay, interessant. Was haben wir hier für komische Katze? Okay, gruselige Bilder. Sehr, sehr gruselige Bilder. Ich finde diesen Raum auch ziemlich gruselig. Okay. Und... Picture! Woohoo! Was ein hässliches Bild. Aber ich entwickle es hier. Komm, du kannst mich begleiten. Hä? Huh? Nicht entwickelter Film. Ha! Vielleicht hier reintun? In den... Oh! Okay, geht auch nicht. Das war das falsche Bild vielleicht. Hä, der Schalter ist... Hä? Wie? Wieso ist der Schalter da, wenn ich in der Kamera bin, aber nicht da, wenn ich da bin? Okay, wir müssen die Tür zumachen, bevor wir den Film entwickeln können. Was haben wir hier? Das verstehe ich nicht. Den Film entwickeln wir auch nochmal. Oh mein Junge, Baby. Guck mich nicht immer so komisch an. Ich weiß doch selbst nicht, was ich hier tun soll. Ich rate einfach nur. Okay. Yo. Das ist interessant. Mehr oder weniger. Was soll ich denn jetzt hier? Hä? Hä? Ich werde es probieren. Nochmal, wenn ich alles richtig mache. Weil ich brauche den Schalter, ja. Dann packe ich das jetzt hier rein. Passiert was? Ja, ja, es passiert was. Es passiert was. Es passiert was. Die Tür muss dabei immer zu sein. Das wusste ich nicht. Okay, jetzt sehen wir den Schalter hier. Oh, und er ist da. So funktioniert das. Schalter benutzen. Oh, was ist denn das? Ich weiß es. Eine Pflanze. Sieht tot aus. Wo ist... Was stand da drunter? Vielleicht lässt es sich restaurieren. Newt. Newt. Ich brauche Newt, ne? Vielleicht ist Newt hier irgendwo im Rau. Und ich muss nur richtig rumgucken. Oha. Aha. Die Pflanze. Die restaurieren wir. Und jetzt haben wir gleich eine schöne Pflanze. Die Frage ist, soll ich jetzt noch ein Bild machen von dem kaputten Couchstuhl? Weil eigentlich ist doch voll unattraktiv. So heile, wie es jetzt gerade ist, ist es tausendmal schöner. Okay. Und die Pflanze ist heile. Das... Wo ist mein Newt? Wie soll ich das sonst... Oh, ich kann... Oh, ich hätte Newt einfach rufen können. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Das regt mich jetzt schon fast auf. Okay, wir haben die Reagenz. Nice. Und jetzt können wir wahrscheinlich hier wieder zurückkommen. Komm, wo sind wir hier? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, wir haben eine Reagenz. Ey, Baby, du warst doch eben gerade noch im anderen Raum. Wie kannst du so schnell hier sein? Entspann dich doch mal kurz 10 Sekunden lang. Okay, die Reagenz haben wir. Ich hoffe, das macht einen Unterschied jetzt. Was haben wir jetzt hier? Komm schon rein. Gebräu, wo bist du? Nicht bereit? Okay, okay, ich warte. Alles cool. So, bei meiner Mission steht Baby füttern, aber ich kann es irgendwie nicht füttern. Das ist voll komisch. Ist das Baby vielleicht noch hier? Nee. Oh, jetzt funktioniert's, wenn ich das Spiel neu starte.
Baby füttern. Oh mein Gott, was bitte? Oh, warte mal. Das Baby ist jetzt dick genug für diese Fläche, um die Tür richtig zu öffnen. Aber ich habe mich doch vorhin auch auf die Fläche draufgestellt. Normalerweise müsste ich doch auch schwer genug sein, obwohl ich habe keine Beine. So ein Mist. Okay, Baby, setz dich da hin. Halt dein Maul. Hast du gehört? Halt dein Maul. Richtig so. Okay, Flasche. Boom. Und Baby, ich komm... Baby? Baby? Yo, Baby. Wieso bist du so? Wie soll ich denn das in der Zeit schaffen? Oh mein Gott, ich habe ja keine Zeit. Ich kann auch nicht springen. Kann ich das Baby werfen? Ah. Ah, Mist. Oh, warte mal ganz kurz. Ich weiß, wie wir das... Oh, ich bin so blöd. Ich bin doch der blödste Mensch der Welt. Komm schon. Bitte? Ja! Das ist das richtige Rohr. Perfekt. Okay, beeilen wir uns. Obwohl, alles cool, da kann ich hier liegen bleiben. Die Tür ist, mein Gott, das ist ja wunderschön. Das ist, hey Baby, weißt du was, hier ist es voll friedlich. Da ist eine Kanone mit Kanonen. Oh, Baby. Kann ich das, das Baby werde ich wahrscheinlich nicht treffen, aber zumindest habe ich geschossen. Schade, dass ich das Tor nicht drehen kann. Oh, da ist eine Notiz. Ich kann nicht springen. Also nicht wundern, ich komme nicht rüber. March 12. 12. März, Lok 901. Die Sicht aus dem Garten mit dem schwarzen Stern darüber ist faszinierend. Ich starte oft in den Abgrund und frage mich, wann meine Zeit gekommen. Alter, das ist dramatisch. In Erinnerung an die Gefallenen muss ich durchhalten. Du musst gar nichts. Lock Ende. Halt dein Maul. Aber wisst ihr, was ich da sehe? Ein Pflänzelein. So, Newt, mach das. Die letzte Reaktion. Ey, Baby. Hör auf! Yo! Was tust du? Baby stoppen? Wie soll ich's denn stoppen? Das tut doch gar nichts! Lass das Baby doch einfach graben! Oder vielleicht, hallo, Baby? Komm schon. Vielleicht krieg ich dich. Mist! Du bist zu schnell! Egal! Ich muss es abfangen. Newt läuft jetzt da lang und das Baby ist jetzt hier. Neo! Da! Und Babykanone! Boom! Oh, verdammt! Das Ding ist weit gef... Nicht weinen! Immer lachen, Girl! Komm, Newt, mach das. Du hast jetzt deine Zeit. So, die letzte Reagenzblume. Ich hoffe, das Baby lässt mich ihre Blume auch jetzt nach innen bringen. Oh, nein, natürlich nicht. Ah. Ah. Yo. Ach, du Kacke. Was ist denn das für eine letzte Reagenz, die wir herstellen? Ist die so gefährlich? Oder... Welten kollidieren. Ihre Ankunft ist unvermeidbar. Ich muss mich vorbereiten. Der Doktor. Hallo, Doktor. Welten kollidieren. Oh mein Gott, ihr seid alle so dramatisch hier. Verdammt dramatisch. Oh, aber das ist doch ein dramatischer Himmel. Jo, ziemlich dramatischer Himmel. Welten kollidieren. Was ist passiert? Ey, du fragst den Falschen, mein Freund. Du fragst den Falschen. Ich bin nur Spieler. Ich mach sonst nichts. Ich versuche nur... Verstehe. Ihr wollt mich... War das die Reagenz? Ja! Ah! Ey! Lass Newt in Ruhe! Obwohl, mach mit dem, was er will. Aber lass mich in Ruhe, okay? Den Trank. Wir brauchen lila und was brauchen wir noch? Oh mein Gott, wir müssen raten. Es ist nicht lila und grün, oder? Grün ist so... Verdammt, ich möchte lila und grün probieren. Ey, Newt! Herz? Was soll das? Newt, ich mag dich auch, aber was soll das? Willst du mir vielleicht mal helfen? Wo ist denn das Baby hin? Und wieso kann ich nicht da in diesen Raum reingehen? Komisch. Kessel füllen. Was ist denn das für ein Trank? Oh, das Baby. Du hast das Baby ausgenockt, Newt. Newt? Du bist winzig. Was bringt mir ein winziges Baby? Was bringt mir ein winziges Baby? Mist. So, was haben wir? Das ist ein... Oh, du siehst traurig aus. Oh, was? Oh, du... Oh, du brennst! Du... Das war richtig? Oh mein... Jo. Stabilisiere die Gyrosphäre. Finde einen Weg nach oben. Warte mal, ich will das hier probieren. Das musst du... Gyrosphäre! Oh, brenn! Ja! Ja, du bist ein Feuerzeug! Alles... Tut mir leid, Baby. Tut mir leid. Ich habe übertrieben. Öffnen. Alles cool! Alles cool! Du kannst da liegen bleiben. Du bist nur mein Objekt. Oh. Das Schlafzimmer... Krass, das ist schon irgendwie süß. Ey, wieso sauer sein? Sei froh. Ey, was soll denn? Entspannt. Was willst du denn von mir? Verstehe ich nicht. Soll ich davon irgendwas nehmen, oder?
Hol den Schnuller aus der Küche. Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Im Nu... Entschuldigung, Baby. Mach das Ding hier nicht kaputt. Im Notfall benutzen wir diesen Schnuller. Baby, du willst dich beruhigen? Du beruhigst dich jetzt gleich auch, okay? Hier, nimm das. So einfach ist das. Was ist denn das? Hä? Ja, woher kommt diese Tür? Schalter benutzen. Cool. Hä? Geht nicht. Das ist komisch. Und hier sind ein paar Sachen. Noch ein Schalter. Der geht auch nicht. Und ein dritter Schalter. Ha. Der geht. Das heißt, wir müssen eine Reihenfolge beachten. So einfach ist es. Der hier? Ja, ja, ja. Eins, zwei und drei. Haben wir das Ding stabilisiert? Nice. Wir sind doch echt, okay, Baby. Yo. Wieso... Den Kern entfernen. Das hat das Baby doch schon getan, oder? Ich kann da nicht in die Mitte. Oh, wir müssen den wahrscheinlich hier reintun. Wir nicht öffnen. Lass die Tür zu... Oh, ich öffne die Tür auf jeden Fall. Ich brauche nur den Kern und ich glaube, da wird irgendwas passieren. Das kann nicht so einfach sein, oder? Es... Oh mein Gott, nein. Ja! Ey, sehr, sehr uncooler. Oh mein Gott, was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich weiß nicht, was soll ich tun? Wohin soll ich? Kann ich hier? Nein, ich kann hier nicht lang. Tür ist zu. Perfekt. Bin ich sicher? Ich bin hier nicht sicher, auf gar keinen Fall. Stütze die Tür. Ja, wie denn? Ja, wie denn? Es ist keine Zeit für ein Foto. Oh, hier. So, Türstopper. Der ist hier drin. Alles cool. Mit Newt fliehen. Aber wie? Da hoch? Aber, oh. Danke, Newt. Danke dafür. Okay, wir laufen weiter schnell. Den Kern entfernen. Was soll hier Kopf nach draußen bedeuten? Ha? Kopf nach... Oh, oh, oh. Okay, okay. Jo. Hör auf, hier komische Sachen zu flüstern. Kopf... Oh, nach draußen? Der Fahrstuhl, ne? Da war irgendwas mit dem Fahrstuhl. Okay, wir gehen weiter. Das ist der Kern. Nicht sicher aufzuheben. Oh, ich brauche irgendwas. Ja, hier, die Sphäre. Nummer 1. Wir heben den Kern jetzt sicher auf. Und Nummer 2. Oh, die sind ja einfach zu finden. Wenigstens das ist schön. So. Kern zusammen. Mehr oder weniger. Okay, okay, ich sollte mich beeilen. Ich beeile. Oh mein Gott, das Baby ist echt hässlich. Und schnell. Viel zu schnell. Guten Tag. Vielleicht hätte ich den Kern Newt geben sollen. Der streckt mir so seine Hand raus. Newt geben. Oh, der ist ja... Oh mein Gott. Ich bin so blöd. Der ist ja... Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Yo, das war nicht cool, Baby. Das war... Du hättest auch einfach abge... Ey. Sehr schön. Ey. Die Tür ist zu. Aber das Baby kann ja eigentlich fliegen, oder? Kann es sich nicht einfach hier hoch teleportieren und dann, Okay, Newt, keine Zeit für Pause. Obwohl, deine Batterie ist leer. Ach, kackegal. Den Rest kriege ich auch ohne dich hin. Aber danke... Ich habe was gehört. Ah, danke, Newt. Oh mein Gott. Das ist doch jetzt echt nicht nötig. Oh, danke, Newt. Es ist zu groß. Wie, was ist das? Mir ist es zu groß. Oh nein, 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 nein. Ihr wollt das. Ihr wollt das. Kern anbringen. Geschafft. Oh mein Gott, wir können einen Trank machen, um das Ding kleiner zu machen, glaube ich. Vielleicht funktioniert das hier. Ab wo? Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, was genau macht dieser Kern. Ich meine, wir haben ihn jetzt, okay? Hakuna Matata und so weiter, wir haben allen geholfen, aber was... Okay, ich kann mich nicht bewegen. Oh. Ja. Oh, Newt! Nein. Und sein Herz ist gebrochen. Sein Herz ist gebrochen. Schade. Wie komme ich denn jetzt an den Kern ran? Tut mir leid, Newt, aber... Hol. Mist, Newt, ne? Du bist nutzlos. Sorry. Was soll ich tun? Oh, warte, es passiert irgendwas. Es passiert irgendwas. Oh. Hallole. Ich kann das holen. Let's go. Boom. Kern anbringen.
Let's go! Das hat echt lange gedauert alles. Harry Potter Musik. Lass die Tür zu. Ja, die wird nicht zugelassen. Es wird Zeit für das nächste Chapter. Das nächste große Update. Der nächste Teil von Baby in Yellow. Weil ich denke, das war's noch nicht. Jetzt, wo wir rausgefunden haben, dass das Baby eigentlich nur eine Puppe ist, gibt es anscheinend noch viel, viel mehr. Und uns erwartet Größeres. Und wahrscheinlich in diesem Why did you bring Was? Him here? Warum hast du ihn hierher gebracht? What have you done? Oh mein Gott! Okay. Leute, ich denke mal, das war's mit dem Baby Biello, dem Chapter. Das war ein super Cliffhanger, aber wir haben den Doktor gesehen. Und die Puppen sind diese kleinen Doktorpuppen, weil er sah aus wie eine große von denen. Danke fürs Spielen, das ist nicht das Ende. Natürlich ist das nicht das Ende. Ich wäre enttäuscht, wenn es das wäre, aber das Spiel war Wahnsinn und hat super viel Spaß gemacht. Leute, ich bin gespannt. Es sind auf jeden Fall noch irgendwelche Secrets im Spiel. Wir können bestimmt noch viel machen, wir können bestimmt noch viel modden. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich für meinen Teil beende hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt mir eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye-bye.